Guten Morgen an diesem hervorragenden Samstag. Ist ein bisschen trocken geblieben. Gibt auch ein paar blaue Stellen am Himmel. Ich befinde mich hier an der Einfahrt zum ehemaligen Parkplatz. Danach ja, Flüchtlingsdorf und jetzt im hinteren Bereich, wie man sieht, ich zoome mal ran, Ablagerungsstätte für den Aushub, der große Hügel hinten, der bewachsene, der Sanierungsarbeiten des Lohheide-Stadions. Die kleineren Hügel, die ihr davor seht, das sind Hügel, die hier vorne gleich, ich zeige euch das, herausgenommen wurden. Acht kleine Hügel, meiner Meinung nach kontaminiert Z2, Z3, Deponieklasse 1. Die sind nämlich hier vorne, ich schwenke, entnommen worden für den Bau des Protego-Anschlusses, des Gasaustauschers, der angeschlossen worden ist am Schacht Protego, dann über diese Brücke schräg hochgeführt wurde und auf der anderen Seite runterkommt auf dem ehemaligen Gelände der Benzolbearbeitung. Ja, wie wir das hier sehen, ist diese Powerbank, ich zoome ran, versetzt worden, nämlich von hier. Hier liegt wieder wunderschöne Erde mit Ziegeln. Das ist eigentlich alles abgedeckt worden, kontaminierte Zeug hier. Und hier ist jetzt ein Trafohäuschen im Bau, ein Transformatorenhäuschen. Und dieses Transformatorenhäuschen, was Sie hier jetzt sehen, ihr seht, steht jetzt auf der anderen Seite. Das war vorher hier auf dieser Seite gewesen, wo die Steine hingebracht worden sind, die dort lagen. Und dort haben wir dann unter diesem kleinen Schotterhaufen haben wir im Endeffekt die Starkstromkabel, die da stillgelegt worden sind, die sind ganz einfach auf die andere Seite gelegt worden. Und so haben wir jetzt hier, oh Wunder, dort hinten drei Verteiler auf dem Gelände des Parkplatzes, einen neuen roten Verteiler, hier noch ein Transformatorhäuschen. Ja, und jetzt begeben wir uns mal hier an das Althergebrachte heran. Wie ihr seht, kommen wir hier mal zunächst mal auf die Rückseite, die Fahrradständer, die nie benutzt werden. Hier auch gleich ein fettes Loch. Hier alles platt gefahren. Hier wird einfach drauf gefahren und dann darunter. Der Bürgersteig als solcher ist natürlich noch nicht fertig gemacht worden. Ich habe über einen Kollegen im Rat der Stadt Bochum ist eine Anfrage gestartet worden. Die Antwort war sensationell. Da ja so viele Parteien beteiligt sind und Ämter beteiligt sind, muss erstmal das Material gesammelt werden, zusammengeführt werden. Und die Antwort auf die Anfrage, die aus mehreren Aspekten bestand, wird zeitnah erfolgen. Da wir jetzt Herbst haben, wird hier gar nichts mehr erfolgen. Dieses Jahr auch nicht. Wir gehen mal runter. Ihr seht also hier, dass auch hier oben alles vergrünt, die Baumscheiben und so weiter und so fort. Da der phänomenöse Biergarten mit dem schräg aufgestellten Container, gehe ich gar nicht mehr drauf ein, interessiert mich auch nicht der Typ. Hier überall ist einfach alles vermoost, glitschig. Der Pflegezustand ist der Hammer. Hier unten geht es weiter, die strukturgebenden Elemente verschwinden langsam unter dem Dolomit, der sich hier immer weiter absetzt. Wir gehen noch weiter runter. Hier schön, also heute Morgen, es glänzt richtig. Gehen wir mal runter. Ich muss das vorsichtig machen aufgrund meines Achillessehnenabrisses. Ja, schaut euch das hier bitte an. Jetzt kommen wir mal dazu. Hier ist der Drainagekäfig einmal rum. Ich gehe mal einmal hinten rum. Da ist es nichts, weil es da höher ist. Das Ganze natürlich durch das Fahren hier für die Protego-Haube sind hier auch diese Spuren da eingefahren worden. Das ist höher, das fällt hier und zwar bis hier zu der Zwischendrainage. Der Käfig als solcher ist natürlich voll für die Führung, super begrünt worden. Also das sieht man hier, ist genial.
Diese Zwischendrainage hier führt das ab. Das Ganze meandert aber hier, wie ihr seht. Ich gehe mal auf diese Kante, die ist genial, die ist mittlerweile wirklich 7-8 cm hoch. Eine Stolperkante ohne Gleichen. Hier setzt sich alles zu, hier begrünt es. Hier wachsen innen, wächst ein schönes Bäumchen, ein Lindenbäumchen. Ja, hier ist alles versifft, der Pflegezustand ist unter aller Sau. Von dort, von der anderen Seite geht es auch weiter. Kommt, ist wirklich sehr schön. Hier nochmal die neu verbaute Brücke in ihrer ganzen Prachtigkeit. So, und eben halt erfolgt ist durch die Betonsockel hier und dort sind Aushubarbeiten erforderlich gewesen von oben bis unten und für die Bank auch und jetzt für das Transformatorenhäuschen auch. Und ich denke, das wird alles da hinten zwischengelagert. Vorne, das liegt auf Folien, diese 8 Haufen auf dem ehemaligen Parkplatz. So, schauen wir mal hier. Ja, interessant auch hier, man sieht das, wie die super Steine hier, die Steinzeitsteine, wie die verteilt worden sind. Hier wird gut Kinder können nichts dafür, aber die werden als Faustkeil benutzt, um darauf rumzuhämmern. Auch am Rost ist nichts geschehen, dafür setzt jetzt hier oben das Ganze noch anständig Patina an. Also da kann man ja nichts gegen sagen, gegen Patina, ne? Ist ja auch alt. Das Fördergerüst, ja, ich sag mal, im Endeffekt, das wird beschmiert, das rostet unweigerlich. Am 3.3. hatte dieser sogenannte Mitarbeiter des Tiefbauamtes hier eine Begehung gemacht. Da waren wir ja live dabei, weil wir das danach nochmal das letzte Mal hier beleuchtet haben mit dem Herrn Schubert. Und ich sag mal so, Leute können alles gebrauchen. Hier selbst hier von dem ehemaligen Hebel, der die beiden Klapptüren hier, na, hier seht ihr das, also da und oben, die beiden großen Flügel geöffnet hat. Ja, der ist dann auch einmal abmontiert worden. Auch nochmal der Hinweis hier am Schachtdeckel. Die Aufnahme ist mit Panzerband umwickelt. Ganz genial. Und jetzt gehen wir mal hier nochmal hoch. Ja, schaut euch das hier bitte an. So läuft das. Das ist toll. Jetzt gucken wir uns mal hier hinten nochmal die Angelegenheit weiter an. Hier ist auch jetzt langsam sind die Aufnahmen der Diagonalstützer. Die werden außenrum auch nochmal begrünt. Ja, sehr schön auch hier wirklich die vom Profi verlegten Blitzableiter neben der Bühne. Auf dieser Seite und auf dieser Seite dann ähnlich. Die Bühne benutzt für irgendwelche Veranstaltungen, die unter Garantie nichts mit dem ursprünglichen Sinne des Ortes als Ort der Erinnerungskultur zu tun gehabt haben. Also da dieser 21, dieser Auftritt der Grünen Britta Hasselmann vor der Bundestagswahl, Kulturfestivals mit Rappern und was weiß ich, nur weil die nicht in eine Kirche wollen. Ich finde das alles immer ganz genial. Da hinten haben wir nochmal im Hintergrund die, die Maschinenhalle von Schacht 6, wo jetzt die Druckerei sich befindet, deren Besitzer schmerzbefreit ist. Denn dieses Ganze hier ist der Hammer. Was hier an Wildkräutern wächst und renaturiert wird, ist Wahnsinn. Ich komme da mal durch. Hier ist überall natürlich alles verteilt an Müll, was da so gelassen wird. Hier läuft auch immer eine Frau rum, die macht das ein bisschen sauber und schmeißt den Müll einfach hier rein, fertig vom Schachtgelände. Ja, und dann seht ihr das mal hier. Ne? Hier wird alles hingepfeffert an Abfall, an Schnittgut und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gucken wir mal hier, wie wir das hier hinbekommen. Ne? Also hier kann man super Fotos machen, will ich aber jetzt nicht. Das hier ist die gesamte
Parkplatzsituation. Das ist nämlich ein Parkplatz. Wie ihr dort hinter der Pfütze seht, ist dort auch ein Kanaldeckel. Der steht aber ungefähr 20, 30 Zentimeter über den Pfützen. Denn hier kommen Lkw rein mit riesen Papierrollen, also 12 Tonner und noch größere mit Hänger. Und die wenden auch hier auf dieser Breite. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist also wirklich toll hier. Liegen auch noch Paletten, weil hier kommt immer jemand, der das Ganze mit einer kleinen Aquariumspumpe über Feuerwehrschlauch irgendwo nach da hinten wegpumpt, wohin auch immer. Also das ist schön. Hier wachsen auch jetzt Gräser, die das Ganze gut zusammenhalten. Die kennt ihr bestimmt noch vom Nordseeurlaub. Also ihr seht hier, tut sich doch einiges. Warte nur ab, bis sich hier mal die ersten Amphibien oder Fische ansiedeln. Ist schon eine tolle Sache. Hier könnt ihr noch mal das Fördergerüst sehen, wie es sich hier erhaben spiegelt. Ja, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ne, läuft, also ein Auto parkt da auch. Da hinten wird Schutt weggepackt. Und hier haben wir jetzt diese Komplettangelegenheit. Und so sieht das von hier aus aus. Das ist hier noch der charmante Teil, weil der relativ flach bewachsen ist mit der Pfütze. Ist ja auch romantisch. Aber das Ganze da, da komme ich gleich drauf zu sprechen, das Ganze da geht gar nicht mehr. Da wird einfach, da standen ganz am Anfang standen an der Straße, das ist da hinten, hinter den Büschen, hinter den Bäumchen, die da stehen, die sind auf der anderen Straßenseite, da wachsen, also den höheren bräunlichen Bäumchen, da wachsen, wuchsen früher Obstbäume, Pfirsich und Birne und Apfel, die fallen zusammen. Ein Resultat seht ihr ja hier. Das wird dann auch noch hier hingepfeffert. Und jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt bin ich hier hinter nochmal in meinem Rücken die Bühne. Hier ist die Stahlkante, die das Ganze hier abgrenzt. Wie ihr seht, ist hier alles voller Müll. Bei der Bühne auch. Glasscherben obendrauf. Ja, nehmen wir das alles. Den Hügel, der mal so wunderschön angelegt wurde. Hier ist komplett vermoost. Und jetzt begebe ich mich da mal auf die Ecke. Und ihr seht also, hier wird alles umgegraben von irgendwelchen Hunden und so weiter und so fort. Kann man nicht verhindern. Da oben nochmal komplett diese Sache. Und da hinten geht es jetzt weiter für mich in Richtung Buhlbahn. Ja, schauen wir mal, was wir da so tun können. Wie bereits gesagt, ich kann nicht so schnell. Ich will mal hier an diesem Grenzstreifen, sag ich mal so. Und wenn hier geht die Stahlkante, die hinter den Diagonalträgern ist, unsinnigerweise, keine Ahnung, geht jetzt über in irgendwelche stufigen Kantensteine, gegen die man natürlich super von der anderen Seite den Müll nehmen kann. Hier Ginster wächst hier auch, finde ich total geil. Also hier, was hier alles wächst. Und jetzt gehen wir einfach hier die Kante mal entlang und schauen uns das Ganze an. Hier unten nochmal runter. Ja, dann mal die ganze Prächtigkeit. Hier liegt jede Menge noch drin in den Büschen. Ja, das sind alles aus durch Vogelschiss und andere Dinge ausgesäte Sachen. Wer die Pflanze hier kennt, der weiß, was aus der wird. Die haben so gummiartige Rohrstängel. Das wächst hier durch. Da ist noch ein Baum reingeschmissen worden. Wenn die sich aussät, die hat ja Samenstände ohne Ende, dann kann man hier den Platz und den Hügel vergessen. Und dann wird das Wort der Mitarbeiterin des Grünflächenamtes wird hier Wahrheit. Dann wird sich nämlich das Sukzessionsgelände, das ist das da, das folgt auf irgendeine Brache, sieht sich selber auf, sich an das Ruderalgelände, das ist das hier von Menschen angelegte und bepflanzte Flächen, ehemalige Brachen, gestaltete, wird sich das Sukzessionsgelände auf das Ruderalgelände übertragen. Ich meine, das war in der letzten Antwort, war natürlich total falsch, da sieht man, was solche Leute für Ahnung haben, nämlich keine. Hier haben wir jetzt den Hügel,
zum ersten Mal nicht bewachsen. Und jetzt mache ich nochmal auf. So, hier die Maschinenhalle mit dem zugewachsenen Bürgersteig. Das war vor 3 Jahren noch bis zu der Unterkante der unteren Ziegellagen einfach wachsen lassen. Hier kommen wir jetzt weiter. Hier die Einfahrt zum Parkplatz mit der Rubine. Ja, alles mit Bäumen und mit Brombeeren zugewachsen. Ich zoome da mal ran, das ist Wahnsinn. Da noch irgendein Rohr davor gestellt und gib ihm die Kante. Jetzt kommen wir hier zu dem angeblich fertiggestellten Weg auf städtischem Gelände. Eigentlich gehört das hier zu dem Flurstück von dem dazu, aber da das Sanierungsschild ja hier oben noch hängt und prangt und auch wahrscheinlich noch demnächst jetzt hier abrostet und mir entgegenkommt, ist das alles kein Problem. Förderturm, wenn ich das immer lese, kriege ich das kühle Kotze, das ist ein Fördergerüst. Die Türme, die Malakoff-Türme stehen in Ückendorf, Schacht 1, 2. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Läuft. Also hier zunächst einmal der noch dazugehörige Weg zum Flurstück der Druckerei. Brombeeren ohne Ende. Hier fliegen die ehemaligen 5 oder 6 Birnen- und Apfelbäume, die hier standen. Auf alten Fotos kann man das noch sehen, als der Schacht noch die Schachthalle hatte, Schacht 4. Dann immer weiter. Man den inneren Kantenstein des Bürgersteigs sieht man schon gar nicht mehr. Ja, jetzt wird es hier heikler. Das Brombeeren nähern sich dem Bürgersteig, der Bordsteinkante. Ja, und hier ist ab hier ist dann kein Durchkommen mehr. Dann haben wir aber hier nur die Straße und links die Parkbuchten, wo natürlich in der Woche hier reger Verkehr herrscht, weil der hier alles zugeparkt ist durch die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen und auch von Trixit. Und hier wird man natürlich immer sofort seine McDonald's-Becher und Kaffeebecher los, wenn man das Auto einfach mal ausräumt. Das ist hier alles voll, dahinter auch, wenn die Blätter weg sind, dann geht das eben. So, und hier sind wir genau an der Schremmkante zwischen dem Flurstück der Druckerei mit dem gesamten Wildwuchs, Sukzessionsgelände, sage ich mal so. Und das hier ist das künstlich angelegte Ruderalgelände. So, diesmal haben sie es ja mal durchwachsen lassen, den Klee und andere Blumen. So, da haben wir das Fördergerüst nochmal. Und hier gehe ich jetzt mal einfach weiter. So, heute habe ich auch Glück, dass ich kein parkendes Auto hier erwische. So, das funktioniert hier. Diese dicken Steine liegen hier. Ich mit meinem Achillessehnenabriss und trotz Einlage gehe da nicht drauf. Ich gehe hier, gucke mich andauernd um, ob von hinten einer kommt. Ich gehe hier auf der Straße, weil die ist wenigstens asphaltiert. Die Parkbuchsen sehen aus wie